Eine Nacht, bin wieder von einem Albtraum der Überwachung aufgewacht. Doch schau aus dem Fenster und die Sonne lacht. Die Sonne lädt mich ein für einen schönen Tag. Ich geh drauf ein, geh raus nach dem Kaffee-Einschlag. Denn ich denk, der Kaffee macht mich stark für diesen schönen Alltag, wo keine Fakten zählen, man zählt nur den Betrag. Ein klarer Abschlag und der Auftrag. Die Sonne lacht, ich genieß den Tag nicht mehr. Doch immer mehr, immer streben wir nach Sterben, weil wir die Zeit einfach vergeben und vergessen diese Zeit auch gut zu pflegen. Von gestern auf heute Leben verlegen und heute auf morgen wieder von vorne mal die gleichen Sorgen. Und alles für was? Ja, ein miesen Lohn. Hallo mein Sohn, von Rente wirst du auch nicht mehr belohnt. Du bist ein Don in deren Auge, in die Johnny, hi, mein Little John. Hi Johnny, hi, schau mal nach oben, wir werden nicht mal von oben verschont. Wir haben uns da was ganz Schlimmes angewohnt und das ist die Aussicht, die sich gar nicht lohnt. Schau mal nach oben, wo der Himmel noch klar war. Jetzt ist der Himmel nur noch blutrot und sieht bald aus wie die Lava. Paar Projekte bringen uns um wie die Kadaver. Von dem Vulkan, der in Aussicht sein kann, ungestört erbeben durch den Regen, Hurrikan. Klar war der Himmel, doch jetzt ist er fast tot. Doch nicht nur der Himmel ist jetzt in den Ohren, sondern die Menschheit wird nicht mehr verschont. Die ganze Gesellschaft wird zu Grabe geformt. Thank you.
vielen empört, denn ich habe es nicht nur gespürt. Du kannst offen sehen, wie man uns alle verführt. Die Gedanken sind verknotet und werden so geschnürt. Habt ihr das gespürt? Man hat euch etwas vorgeführt. Doch wir sollen angeblich schuld sein, ist das nicht hart? Denn wer hat denn zu dem gekürt, wer heute führt, hat ausgeführt, was der im Plan stehen hat. Und zögert nicht, zerstört und tötet. Wundert ihr euch nicht, wer Wort hat? Nein. Doch warum wird zensiert? Damit werden die Augen von Fakten zugeschmiert. Wer hatten wem geschmiert? Keine Sorge, abgesichert. Abgesichert. Wo ist der Wert des Lebens? Abgesichert. Und warum werden wir hier vergiftet? Abgesichert. Werden als Daten abgespeichert. Scanner, Abdrücke der Finger, Speichelprobe, DNA-Analyse. Abgesichert. Ein Chip in den Körper und wir küssen ihre Füße, weil wir müssen. Nein, wir müssen etwas tun. Wir müssen weitergehen, man kann es nur zusammen tun. Alleine wird man nicht bestehen, auch verstehen werden wir sowieso einmal. Doch auf welche Art und Weise, frei oder ein freier Fall? Wer sichert die Beweise, Schablonen, Hologramme und der Reinfall? Perfekte Ausführung, wer hat Potenzial für so einen Einfall? Der Spielball wurde schon viel zu oft gekickt und keiner hat es wirklich durchgeblickt, dass man in einem Kicker steckt. Doch wer die Stäbe dreht, dann schau mal nach oben und wirst du da was sehen. Ja, der Himmel ist verschwommen, ein schlechter Omen. Doch Dämonen sagen Amen, Energie wird mitgenommen. Und was kostet dann für uns die Sonne danken? Die Sonne danken. Die Sonne müssen wir ein Danke aussprechen. Danke Sonne. Und danke an die, die Stichproben nehmen. Ein Danke an die, die es langsam verstehen und sehen. Ja, und damit schleunigst einen Krieg auszulösen. Und niemand wird merken, dass er überhaupt einen Krieg macht. Das ist hochgefährlich. Der Dritte Weltkrieg steht vor der Tür, nur wir müssen es endlich auf. Der Amerikaner sagt ja auch, ich will den Dritten Weltkrieg. Und das wird er auch mit dem Israeli zusammen machen. Denn wir haben giftige Nahrung und wir leben giftigen Stoff. Wir schütten Gift in die Meere und vermehren Gift im Kopf. Viel Gift und fällt schwer, denn Gift liegt auch in der Luft. Abgelagerte Chemie in der Lunge, auch unter deiner Brust. Und es sammelt sich Frust und deine Lustlosigkeit. Totale Energieverlust macht dich in den Körper breit. Auch ich hab keine Lust, doch ich muss. Die Menschen tun mir leid, deswegen recherchiere ich weiter. Denn jemand muss es wagen, ich muss ein paar Infos an die Öffentlichkeit tragen. Für die, die schon Atemnot haben, spontanes Nasenbluten sollte euch doch warnen. Unfälle, die Entzündungen und brennende Kehle vermehren sich tagtäglich wie die Erkrankungen der Atemwege. Lungenentzündungen und Asthma-Patienten sind nicht die einzigen Zeichen, die immer mehr werden. Gleichgewichtsstörungen und Schwindelanfälle, Kribbelgefühl am ganzen Körper und noch mehr Fälle. Bindehautentzündungen und brennende Augen und Flüssigkeit, die klebrig ist. Augen, die sehr wenig taugen, Infektionen in den Ohren, Sinnesstörungen komplett durch. Anschwellen von Muskeln und Gelenken sind wir eingeschränkt, schwach gemacht mit ganzer Macht. Kreislauf und Herzprobleme, Todesfälle wie durch Grippe, doch ohne den V-Erreger. Bummelig aus der Luft. Aus der Luft, habt ihr denn keine Vernunft? Habt ihr denn gar kein Gewissen? Kinder sterben vor dem Stoff. Zeit, Licht, Nichtsverlust und Wortfindung, Störung, Kopfschmerzen, die schlimmer sind als Migräne. Sorgen richtig für Verwirrung, Besinnung, kurz und verfliegt auch ganz schnell. Alzheimer-Symptome, Aluminiumskartell. Unter anderem Aluminium, die dienen dazu, wenn Kampfflugzeuge in der Luft sind, unsichtbar zu werden auf dem Radar. Ja, das weiß ich wieder mit eigentlich. Nein, weiß es nicht, das ist das Problem. Das Problem, wenn die Leute sich dafür interessieren würden, dann wären sie selbst schon ganz klar. Das ist klar. Weil eine Wolke war die ganze Zeit klar. Durch Aluminium, ja. Und wir atmen es ein. Und Aluminium löst Alzheimer und Demenz aus. Ja. Die können mit Hab jedes Erdbeben der Welt auslösen. Ja. Und es ist, bewiesen das haben japanische Forscher haben das festgestellt. Und es, der Politiker ist ja zurückgetreten aus Japan. Japan ist eine kriegerische Aktion gewesen. Sharp entstanden. Ja, richtig. Und dieser Tsunami dreht immer mit dem Uhrzeigersinn. Ja, und die Forscher in Japan haben
der trete gegen den Uhrzeigersinn. Und das ist wieder jeder Natur. Kranker Wagen, Durchfall und sonderen Probleme. Was wollt ihr alle noch, wer profitiert von dem Dilemma? Schaut doch mal nach oben und überzeugt euch doch mal selbst. Was sind das denn für Spritzen, ja? Was ist das da? Wer kommt, der spritzt zuerst, oder was? Was? Im Ernst, wie wäre es mit deiner Stellungnahme? Wie wäre es denn jetzt zu wissen? Was ist das denn für eine Reklame, die hinter diesem Flieger bleibt und deine Botschaft schreibt, die durch die Verwirbelung von Fakten noch zu lüften bleibt? Es schreibt ja keiner, pass auf, chemische Substanzen, Aluminiumoxide lösen bei Menschen, Tieren und auch bei Pflanzen schlimme Krankheiten aus. Wenn du in den Himmel schaust, wirst du sehen und erkennen, wenn du mir nicht glaubst. Die Satellitensender und die Radaranlagen mit einer richtigen Frequenz werden wir in einer Aluminium-Suppe baden, wie Maden. Ja, wir sind alle betroffen durch Stoffe wie Bariumcarbonat, Bariumnitrat, Bariumoxid, Bariumhydroxid, Bariumhydrat, Bariumsulfat, Bariumsulfid. Werde Ladungen verstärkt in Verbindung mit Aluminium. Ich erinnere einfach da mal an den Haha. Künstliches Wetter durch Radiowelle, Düren, Regen, Stürme, Baby. Alles könnte man der Welle mit der Hilfe der Sprühmixtur Aluminium, Barium, Titanium, Polymer. Müssen wir doch wissen, was die da vermehren. Die Amerikaner sagen, wir können durch Harp und durch diese Tsunamis, wir können diese Stürme auf jedes Land der Welt schicken. Ja, ja. Das ist kein Hirngespinst, leider. Alles klar.